So Leute, wir sind nochmal auf Ixalan und zwar Rivals of Ixalan, Rivals von Ixalan. Auch hier ein Findelkind, also erwartet nichts Großartiges. Goblin Pioneer, 2 Mana 2-1 mit bedrohlich. Oh, Pioneer, someone Pioneer. Nebelschleier Heroldin, 1 Mana 1-1 kann nicht geblockt werden, die wurde tatsächlich sehr viel gespielt. Leuchtende Fesseln, 3 Mana, ihr verzauberte Kreatur, die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Das Artwork ist hübsch. Eifer der Legion, 2 Mana 1-1, wenn er ins Spielfeld kommt, zieht ihr eine Karte und verliert einen Lebenspunkt. Dschungelstämmige Pionieren, Pioneer, someone, Pioneer, Entschuldigung, ist bei uns aktuell so ein Running Gag. 3 Mana 2-2, wenn sie ins Spiel kommt, erzeugt ihr einen 1-1 blauen Mehrfolgspielstein mit Flugsicher. Glänzende Barriere, 2 Mana 0-4 Verteidiger. Und wenn er stirbt, macht ihr einen Schatz. Okay. Grausiges Schicksal. 3 Mana Hexerei. Jeder Gegner verliert eine Kreatur. Verliert für jede Kreatur, die er kontrolliert, einen Lebenspunkt. Das ist eine ziemlich gute Commander-Karte. Sonnenkamm-Raptor. 2 Mana 1-2 mit Trampelschaden. Für 3 Mana kriegt er plus 3 plus 0. Seefestigkeit. 1 Mana, verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt plus 0 plus 2, falls ein Pirat ist. Andernfalls minus 2 minus 0. Fauliger Obstgarten. Kommt getappt ins Spiel. Tappen für ein grünes oder schwarz. Warum auch immer die ankamen ist. Flusskundiger Augur. 4 Mana 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, zieht ihr 3 Karten. Legt dann 2 Karten aus eurer Hand. Aus beliebiger Handwirkung aufs Deck. Er macht einen fucking Brainstorm. Ach, gute Karte. Rotsehen. Wow, mit diesem Auge. 2 Mana, ihr verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt plus 2 plus 1 und hat Erstschlag. Zu Beginn des Endsegments, falls ihr in Zug nicht mindestens eine Kreatur angegriffen hat, Opfer das Rotsehen. Und, oh, wir haben eine Flipkarte als Rare. Cool. Pfad der Feuertaufe. Was kannst du denn? Das ist eine legendäre Verzauberung für ein rotes, ein weißes. Und wenn sie ins Spiel kommen, fügt sie jeder Kreatur ohne Erstschlag, Doppelschlag, Wachsamkeit oder Eile einen Schadenspunkt zu. Und immer wenn mindestens eine Kreatur mit Erstschlag, Doppelschlag, Wachsamkeit und oder Eile angreift, transformiere den. Und transformiert, tappen für Mana beliebiger Farbe, 2 Mana, der fügt 2 Schaden zu, oder 3 Mana tappen, ihr bestimmt zufällig eine Kreatur, die in diesem Zug angegriffen hat, zerstört jene Kreatur. Wow, what? Das ist mächtig. Und wir haben nochmal Rotzehen in voll. Cool. Ja, coole Karte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, neuen Black Seed. Ciao, ciao.